Moin und herzlich willkommen zu dem Video heute hier bei Corellexi. Heute geht es um die Aufzucht von unseren Garnelen, wie wir die Larven großziehen und auch ein paar kleine Tipps, wie ihr das zu Hause mal ausprobieren könnt. Viel Spaß mit dem Video. Ich werde euch ein bisschen was über den Broodstock, also unsere Elterntiere, erzählen, dann wie wir die Larven hältern, wie wir die Larven füttern und letztendlich auch, wie die juvenilen Garnelen aufwachsen, bis sie dann bei euch im Aquarium landen. Wir haben unsere Elterntiere momentan einfach in unserem Korallensystem drin, mit den Korallenbecken. Überlegen gerade aber auch, ob wir anfangen, in Aquarien ein Broodstock-System aufzubauen oder in einem Aquarium, die Elterntiere zu hältern. Der Vorteil bei uns im Korallensystem ist, dass die Tiere wirklich permanent irgendwas zu fressen finden. Das Wichtigste ist eigentlich, dass die Elterntiere gut und viel fressen bekommen. Garnelen sind Dauerfresser. Die möchten eigentlich alle paar Minuten irgendwas zum Knabbern haben. Und wenn man dann die Elterntiere in einem Aquarium hat mit kaum Gestein oder Fressen drumherum und nur ein-, zweimal am Tag füttert, dann ist das immer ein bisschen schwer. Und im Korallensystem können sie durchgängig irgendwelche Würmer und Kleingetiere fressen und sind damit eigentlich ganz gut versorgt. Dann ist es wichtig, dass das Futter, das sie füttert, eine hohe Qualität hat. Vor allem mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind immer gut, damit man hinterher eine gute Eiqualität hat. Weil letztendlich, je besser die Eltern gefüttert sind, desto wahrscheinlicher ist auch die Überlebensrate der Jungtiere. Desto mehr Energie haben sie einfach und können die ersten Tage am besten überstehen. Bei uns für die Larvenaufzucht haben wir uns dazu entschieden, das nicht in kleinen Aquarien zu machen. Wenn man ganz viele Einzelaquarien hat, ist einfach der Arbeitsaufwand mit dem Wasserwechsel so enorm groß, dass wir uns überlegt haben, ein Larvensystem zu bauen. Dafür haben wir uns Teile zusammengesucht und haben ein System gebaut mit einer Filtrationseinheit unten, einen mechanischen Filter, Abschäumer, einen UV-Klärer, einen Biofilter. Dann wird das Wasser hochgepumpt und läuft mit der Schwerkraft wieder runter und kann dann in diesen Eimern, können wir einstellen, wie viel Wasser durchläuft. Wir haben uns für diese Eimer entschieden, da sie einfach den Vorteil zum Aquarium haben, dass man ein bisschen höheres Wasservolumen hat und somit die Luftbewegung und damit auch die Wasserbewegung in dem Becken einfach besser ist. Wir können durch die Hähne hier gut einstellen, wie viel Wasser durch die Eimer läuft. Die Eimer haben selber einen Ablauf, wo das Wasser dann wieder ablaufen kann und wieder unten in die Filtrationseinheit kommt. Für die Becken haben wir uns eigentlich was ganz Nettes überlegt, damit das Wasser durchlaufen kann und die Larven nicht mit dann ausgespült werden, wenn das Wasser wieder runterläuft ins Filterabteil, haben wir uns eine Konstruktion überlegt mit einer Gase, mit einer großen Oberfläche, also ein Sieb praktisch, dass das Wasser durchgehen kann, Futter, eventuell das Futter, was zu viel ist auch, und die Larven aber drin bleiben. Und wir können zwischen ganz verschiedenen Aufsätzen mit verschiedener Größe von diesen Sieben wechseln. Und das macht für uns die Arbeit einfach deutlich leichter beim Handling mit den Larven. Wenn wir die Larven aufziehen wollen, machen wir es momentan bei uns so, dass wir die Elterntiere kurz bevor die Larven schlüpfen, man kann das ganz gut sehen, wenn die Eier unten an den Garnelen am Hinterleib sehr hell werden, dann geht es langsam Richtung Schlupf. Wenn die ganz frisch sind, sind sie noch relativ grün oder gelblich. Und dann nehmen wir das Elterntier, setzen es um, schon mal in so einen Eimer mit ein bisschen Wasser von dem System und warten dann, bis die Larven über Nacht abgegeben werden. Wenn über Nacht Larven schlüpfen, ist es gut, so früh wie möglich nach dem Schlupf zu füttern. Wir fangen in der Regel an, mit Brachyonis zu füttern. Wenn die Larven noch sehr klein sind, können sie das deutlich besser fressen als später die Artemia-Nauplin. Die kommen aber dann auch schon eigentlich am ersten oder zweiten Tag ein bisschen dazu und können dann nach ein paar Tagen eigentlich sehr gut von den Larven aufgenommen werden. Am Anfang ist manchmal etwas schwer, weil die Larven die Nauplin schon fressen können, wenn die noch ganz frisch geschlüpft sind, die Nauplien. Aber nach einigen Stunden sind die Artemia-Nauplien schon so groß, dass sie meistens nicht mehr gefressen werden können. Dadurch haben wir auch diese Siebvorrichtung, um die wieder auszuspülen und neue Nauplien füttern zu können. Wenn ihr es zu Hause macht, ist natürlich ratsam, die alten Nauplien loszuwerden, indem man immer einen großen Wasserwechsel macht. Jeden Tag am besten. Wenn ihr zu Hause Larven bei euch abfangen wollt und überlegt, die großzuziehen oder es zu probieren, die aufzuziehen, macht es auf jeden Fall Sinn, abends die Strömungspumpen auszustellen und zu warten, bis das Licht ausgeht. Und dann geht es meistens relativ schnell kurz danach schon los, dass die Elterntiere die Larven abgeben. Dann könnt ihr mit einer Lampe reinleuchten von einer Seite, da schwimmen die Larven hin und dann könnt ihr sie vorsichtig aus dem Becken rausnehmen, aus eurem Becken und in ein separates Gefäß machen. 5 bis 20 Liter passen oft. Je größer das Wasservolumen, desto besser aber eigentlich für die Wasserwerte. Und dann hat man die Larven separiert und kann natürlich probieren, die aufzuziehen.
Aktuell haben wir hier in dem Larvensystem zwei Arten, die wir züchten. Die Lismata Wurdemani, Garnele, und auch momentan wieder Palemon. Da haben wir jetzt wieder einige Elterntiere, die gerade ableichen und haben gerade wieder relativ viele Larven, die wir aufziehen. Die Unterschiede zwischen den Garnelen sind, dass die Lismata ungefähr 30 Tage Larvenphase haben. Das heißt, wir kümmern uns relativ lange rum. Der Vorteil bei den Palemon ist, dass die relativ schnell sich umwandeln. Die brauchen ungefähr 2 Wochen, ein bisschen länger, um von geschlüpften Larve bis zur fertigen Junggarnele zu werden. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, dass wir mal wieder einige Tiere aufziehen wollen für euch, dass wieder welche verfügbar sind. Zur Aufzucht der Larven hatte ich ja schon gesagt, wir fangen meistens an mit Brachionus, anschließend Artemien als Futter. Und je größer die Larven werden, also alle 2 Tage im Optimalfall durchlaufen die meisten Garnelenlarven eine Häutung und werden zum nächsten Zoea-Stadium. Und durch dieses Wachstum können sie natürlich auch größere Nahrungspartikel aufnehmen. Nach einigen Tagen können die Larven in der Regel auch schon größere Artemien fressen. Das heißt, Artemien-Nauplien müssen nicht sofort nach dem Schlupf verfüttert werden, sondern können auch einige Stunden später oder sogar einige Tage größer wachsen und dann gefüttert werden. Das ist dann überhaupt kein Problem mehr. Je mehr Larven man auf dem Wasservolumen hat, desto besser werden die Tiere aufgefressen, beziehungsweise das Futter auch aufgefressen. Damit die Artemia-Nauplien bzw. Brachionus im Wasser immer angereichert bleiben und auch gute Nährstoffe für die Larven bereitstellen, geben wir immer noch Phytoplankton zu. Das hilft sowohl einmal den Larven mehr Nährstoffe über das Zooplankton aufzunehmen, als auch einfach, dass es die Nährstoffe im Wasser ein bisschen senkt, da das Phytoplankton selber Nährstoffe aus dem Wasser zieht. Wenn alles gut läuft, können wir in so einem Eimer ungefähr 300 bis 500 Palemon oder auch Lismata großziehen. Das kommt dann immer ein bisschen darauf an, wie viele Larven haben die Elterntiere abgegeben und wie gut passt die Wasserqualität in dem Moment und wie viel kümmert man sich letztendlich auch darum, weil man doch mehrmals am Tag die Futterdichte checken muss, gegebenenfalls Detritus absaugen muss und das einfach ein roher Arbeitsaufwand ist. Aber wenn es gut läuft, kann man in jedem Eimer mehrere hundert Larven großziehen und nach der Metamorphose letztendlich in ein anderes Becken umsetzen für das dann Grow-Out. Wichtig zu erwähnen ist wahrscheinlich noch, wenn ihr das auch zu Hause probiert, es ist wirklich immer wichtig, auf die Wasserwerte zu achten. Durch tote Larven, Dreck, der sich ansammelt, entsteht relativ viel Ammonium. Und um diese Wasserwerte wieder runterzubekommen, ist es auf jeden Fall immer gut, viel Wasser zu wechseln. Bei uns übernimmt das hinterher die Filtrationseinheit unten, dass das Wasser immer wieder gefiltert wird. Wir machen trotzdem Wasserwechsel, weil wir merken, wie schnell wirklich die Nährstoffwerte nach oben gehen. Also wenn ihr zu Hause das Ganze ausprobiert, möglichst jeden Tag schauen, tote Larven und Detritus einfach abzusaugen. Wenn die Garnelen durch die Metamorphose oder die Larven durch die Metamorphose durch sind und zu ganz kleinen Garnelen geworden sind, dann lassen wir die noch eine Woche hier in diesem Eimer. Und dadurch wachsen sie einfach noch ein bisschen, werden ein bisschen stabiler, weil direkt nach der Metamorphose sind sie oft ein bisschen geschwächt. Und anschließend können wir sie dann zu unserem Grow-Out in unser Fischsystem umsetzen, wo sie dann noch ungefähr 2 bis 3 Monate wachsen, bis sie dann groß genug sind, dass sie zu euch ins Aquarium kommen können. Wir experimentieren gerade noch so ein bisschen mit der Beleuchtung. Letztendlich ist für uns vor allem wichtig, dass man hier vernünftig arbeiten kann mit dem Licht. Wir haben hier noch diese Leuchtbalken provisorisch drüber. Für die Garnelen ist es letztendlich aber auch gut, Licht zu haben. Somit schwimmen sie nach oben im Wasser und sind mehr in der Wassersäule verteilt und nicht so viel unten am Boden, wo dann auch Dreck und mehr Bakterien ist. Für uns haben, wenn wir die Garnelen, die Elterntiere in einzelnen Aquarien haben oder in separaten Aquarien, haben wir natürlich den Vorteil, wir können Larvenfallen einhängen und somit morgens schon die abgefangenen Larven direkt gesammelt aus dem Aquarium nehmen und sofort füttern. Hat bei uns für uns einfach auch dann den zeitlichen Vorteil und den Vorteil, dass wenn wir die Elterntiere mit reinsetzen, es auch immer passiert, dass die Elterntiere einzelne Larven nach dem Schlupf fressen. Und das können wir mit einer Larvenfalle und einem separaten Aquarium ganz gut vermeiden. Wenn die Garnelenlarven die Metamorphose hinter sich haben und zu Junggarnele geworden sind, ist es noch relativ wichtig, darauf zu achten, das Futter langsam umzustellen. Also weiterhin Artemia-Nauplien füttern und langsam Pellets und Frostfutter auch mit dazu zu geben und dann nach einer Weile komplett auf Pellets oder Frostfutter umzusteigen, damit die kleinen Garnelen sich noch gut dran gewöhnen können.
da sie oft noch ganz kleine Nahrungspartikel brauchen. Wir haben das System hier so designt, dass wir diese Fläche haben und abnehmbare Schläuche haben, die wir an die Eimer stecken können. Somit können wir auch, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt vielleicht Fische züchten oder nochmal eine andere Art, die vielleicht einen anderen Tank oder ein anderes Gefäß braucht, können wir die einfach abziehen und wechseln und können auch die Höhe von dem Ablauf verstellen letztendlich und haben die Möglichkeit, noch verschiedene Arten in dem System zu züchten. Ich hoffe, euch haben die kleinen Einblicke hier in unsere Larvenzucht von unseren Garnelen gefallen. Wenn irgendwas unverständlich war oder ihr noch weitere Fragen zur Larvenaufzucht habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben oder uns schreiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.